Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe in der ukrainischen Donbass-Region auf die Stadt Slowjansk konzentriert. Bürgermeister Vadim Liach meldete massiven russischen Beschuss in der ostukrainischen Stadt in der Region Donetsk. Slowjansk, das vor Beginn des Ukraine-Krieges 100.000 Einwohner zählte, steht seit Tagen unter Raketenbeschuss. Bürgermeister Liach hatte Russland vorgeworfen, bei den Angriffen auf die Stadt Streumunition eingesetzt zu haben. Streumunition ist durch internationale Verträge geächtet, die Moskau allerdings nicht unterzeichnet hat. Der Gouverneur von Donetsk, Pavlo Kirilenko, hat hunderttausende Einwohner der ostukrainischen Region zur Flucht aufgerufen. Eine Evakuierung von 350.000 Menschen, die sich noch in Donetsk aufhielten, sei nötig, um Leben zu retten und Donetsk militärisch besser verteidigen zu können, sagte Kirilenko vor Journalisten in Kramatorsk. Das Schicksal des gesamten Landes wird in der Region Donetsk entschieden werden, so Kirilenko. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat derweil seine Forderung zur Lieferung moderner Raketenabwehrsysteme im Krieg gegen Russland bekräftigt. Die Führung der Ukraine werde nicht einen Tag in ihren Bemühungen nachlassen, eine ausreichende Zahl dieser Waffen zu erhalten, sagte er am Abend in einer Videobotschaft. Schutz vor Raketenangriffen noch in diesem Jahr zu schaffen, sei eine extreme Herausforderung für den Staat. Aber das Erfüllen dieser Aufgabe hängt nicht nur von uns ab, sondern auch vom Verständnis unserer Grundbedürfnisse durch unsere Partner, so der ukrainische Präsident.